Preludium und Fuge in A-Moll aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers von Bach. Vielleicht sollte ich Ihnen auch ein bisschen was über das Instrument erzählen, auf dem ich das gespielt habe. Dieses Instrument ist ein Clavichord und war zu Bachs Zeiten und früher und bis herauf, etwa um die Wende von etwa um 1800, ein sehr beliebtes oder vielleicht sogar das beliebteste Hausinstrument, also heute ungefähr so wie heute das Klavier oder die Gitarre oder sowas. Es ist dann aus der Mode gekommen, eigentlich hauptsächlich deshalb, weil es in seinem akustischen Klang für öffentliche Vorführungen ungeeignet ist, da es akustisch viel zu leise ist. Sie würden so gut wie nichts hören. Ich führe Ihnen das mal vor. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man in Hotels ungestört üben kann. Ich führe das immer mit mir. Aber für öffentliche Vorführungen ist es also aus dem erwähnten Grund ungeeignet oder besser gesagt ungeeignet gewesen, bis nämlich der Gulda eine elektronische Verstärkung erfunden hat, die den Klang des Instrumentes zwar vergrößert, aber nicht verfälscht. Was wollte ich noch sagen? Ach ja. Also zu Bachs Zeiten, die Tasteninstrumente, also das, was er das Klavier nannte mit C, also Klavier, das war damals ein Sammelbegriff für alle Instrumente, die Tasten hatten, also das Klavichord, das Cembalo und die Orgel. Ein Klavier im modernen Sinn gab es ja damals noch gar nicht. Und nach zeitgenössischen Berichten war das also auch das Lieblings- und Hausinstrument von Bach. Das habe ich Ihnen schon erzählt. Der Unterschied gegenüber Klavier und Cembalo besteht hauptsächlich darin, dass am Klavier die Saiten angeschlagen werden mit einem Hammer und am Cembalo werden sie mit einem Kiel gerissen. In beiden Fällen haben sie den Ton nach dem Anschlag nicht mehr in der Hand. Es ist wie ein geworfener Stein. Wenn er weg ist, ist er weg und sie können ihn nicht mehr beeinflussen. Hingegen am Klavichord, wo eine Tangente die Saite berührt, können sie ähnlich wie ein Streicher auch den Ton nachher, speziell nach dem Anschlag, noch beeinflussen. Er kann höher werden oder kann auch vibrieren. Beispiel. Oder er kann vibrieren. Also wie ein Geiger vibriert, also ein sehr beseeltes Instrument, das also mit der Familie der Saiteninstrumente, sei es jetzt die Gitarre oder die Laute oder das Hackbrett oder die Sitar oder die Zither, auf das engste zusammenhängt und eigentlich eine Ahnenreihe, der wichtigste Teil der Ahnenreihe zum heutigen Klavier bildet. So, jetzt habe ich genug gelabert und ich würde Ihnen jetzt möchte ich Ihnen noch zwei andere Stücke von Bach vorspielen. C-Dur aus dem ersten Teil zunächst, das also die Charakteristika des Instruments besonders gut zur Geltung bringt. Und dann noch As-Dur aus dem zweiten Teil. Dankeschön. Thank you.
wir haben also unsere musikalische Reise, fast würde ich sagen, wie es sich gebührt, mit Bach begonnen. Und ich möchte jetzt mit Ihnen diese Wanderung fortsetzen. Eine Wanderung kann manchmal lustig sein, sie kann traurig sein, sie kann alles Mögliche sein. Sie kennen wahrscheinlich das berühmte und etwas lange Klavierstück, die Wandererfantasie von Schubert. Ich persönlich ziehe das Lied Der Wanderer von Schubert vor und sogar so sehr, dass ich es jetzt für Sie, fast hätte ich gesagt singen, für Sie spielen werde. Thank you.
danke, dass Sie den Beifall unterdrückt haben. Nach sowas ist das eigentlich ziemlich überflüssig. Ich möchte weiter träumen mit Claude Debussy, Reflet dans l'eau und La soirée dans Grenade, zu Deutsch Wasserreflexe. Und der Abend in Granada. Zwei Stücke von Claude Debussy. Thank you.
Wenn wir die Reise in den Süden von bis in südliche Spanien fortgesetzt haben, so ist ja bis Nordafrika nicht weit. Die nächsten drei Stücke sind von mir. Das erste heißt Übungsstück Nummer so und so viel. Ja, ich empfehle das immer meinen Schülern, die sollen das üben, ist an sich gar nicht schwer. Und das zweite Stück von mir ist ein Stück, das ich meinem Sohn Paul gewidmet habe. Es heißt daher sinngemäß für Paul. Und zum Abschluss des ersten Teils Prelude and Fugue, also Präludium und Fuge, auch von mir. Womit das ja irgendwie abgerundet dann erscheint, denke ich mir. Also, Übungsstück für Paul und Präludium und Fuge. Thank you.
Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich nicht vergessen, dass ich außer dem Sohn Paul auch noch einen anderen Sohn habe, einen kleinen. Der heißt Rico. Und damit er nicht eifersüchtig wird, spiele ich auch ein Stück für ihn. Das heißt also daher für Rico.